Oh Mann, bin ich selber der Schrocker, bin ich selber der Schrocker. Da hasse ich mich, an der Stelle hasse ich mich selber, weil das dermaßen brutal jetzt mal ist. Aber es macht Spaß. Der Deutsche tut nicht das, was er selber für richtig hält. Der Deutsche tut das, was nicht bestraft wird. Vorschlag meinerseits. Ab Tempo 150 wird dir der rechte Fuß abgehackt. Dann kannst du nur noch kuppeln und weißt nicht mehr wofür. Da sagt sie jetzt, ja, um Gottes Willen, Altinger, so macht man doch keine Gesetze. Habt ihr völlig recht. Bei Automatik müssten beide Füße. Zack! Ja. Da klatscht nicht jeder. Ne? Geh in die FDP, mach dich fürs Tempolimit stark. Bekenne dich zur AfD, zum Klimavertrag. Sei einfach nicht zu greifen. Bestell im Juni Winterreifen. Dann sieht der Algorithmus rot und erklärt dich bald für tot. Das ist genauso wie mit Globuli. Das musst du auch erst einmal ein paar Monate erleben, bis du da irgendwann einmal, also wenn überhaupt, dass du da irgendwann einmal irgendwas. Da war es ja oft schon so, dass die Leute erst am Sterbebett festgestellt haben, schade, dass es jetzt zu Ende geht, weil jetzt hätte ich gerade ein gutes Gefühl. Das war schon noch gut. Das war 1988, kurz nach der Fußball-Europameisterschaft, wo Deutschland im Halbfinale, die sind damals nur bis zum Halbfinale gekommen. Irgendwann geht's los. Irgendwann ist plötzlich der erste Lehrer jünger wie du. Dann geht's weiter. Politiker sind plötzlich jünger als du. Der Ministerpräsident ist jünger als du. Der Papst ist plötzlich jünger als du. Du bist ein netter Kerl, doch die Meinung von dem Geschwerl macht dich gar so unentspannt und bringt mich komplett durcheinander. Und seitdem schmeiß ich nur noch Wissen in die Runde, das man nicht nachgoogeln kann. Zum Beispiel, habt ihr gewusst, dass Menschen, die keine Rosinen mögen, einen niedrigeren Intelligenzquotienten haben als Menschen, die gerne Tomaten essen. Viel Spaß beim Nachgoogeln, Freunde. Ja? Viel Spaß wünsche ich euch doch. Du hast schon wieder mal recht. Du hast schon wieder mal recht. Gracias.